Ach, das war jetzt wieder prima. Mal gucken, was hier los ist. Hallo, Solms. Ich sehe Sie schon wieder. Ja. Was machen Sie da? Wir wollten doch zum Glühwein trinken gehen. Ach ja, das ist gut, das machen wir. Gut. Prost, Fricke. Prost, Solms. Mmh. Ist doch schön am Weihnachtsmarkt hier, ne? Ja, ist gut, mal frische Luft. Aber ich muss leider mal zwischendurch in meine E-Mails gucken. Ja, ja. Denn die wollen beantwortet sein. Ja, machen Sie mal. Was machen Sie denn da? Arbeitszeit, das Gesetz, kontrollieren. Und wir wollen doch rausfinden, ne, wie wir arbeiten als Abgeordnete. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Ich kann mit heute elektronisch mit meiner Familie reden, kann zwischendurch arbeiten, ja, okay. E-Mails beantworten. Das kann man doch nicht messen. Ja, aber Solms, es ist doch auch, ne, man muss da schon gucken, dass man das macht. Es ist halt das Gesetz. Ja, wer hat sich diesen Unsinn denn ausgedacht? Ja, wer wohl? Die Regierung. Ach du meine Güte, ja. Was sagen denn unsere Arbeitsmarktpolitiker ja, dazu? Ja, ich glaube, da müssen wir mit dem Johannes Vogel, glaube ich, mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, der sollte das doch wissen. Ja, da, guck. Ja, ach, wir, meine Güte, ja, natürlich, super. Natürlich, cool, Solms arbeitet. Ich, ja, wobei sehr jetzt gut. Moment, klar, arbeiten. Ja. Klar, ja. Nee, Moment, stopp. Jetzt, weil das ist doch bisher jetzt privat, oder ist das jetzt Arbeit? Ja, du spielst auf das EuGH-Urteil an, oder? Ja, ja, wieso EuGH? Ich dachte, die Bundesregierung ist schuld. Ja, die Bundesregierung kann das Problem lösen und muss das Problem lösen. Der EuGH hat jetzt geurteilt, dass es unklar ist, ob wir nicht jede Arbeitsaufnahme und Moment, wir sind dienstlich. Ja? Das ist schon das Lesen einer dienstlichen E-Mail, ob die nicht minutiös erfasst werden muss. Sehen Sie, Solms? Sehen Sie? Leben ja, aber denn, ist ja keine Lösung. Stehen denn diese Richter im normalen Leben? Das ist eine gute Frage, aber ich finde... Verstehen Sie denn nicht, wie wir hier heute arbeiten? Wir können doch von jedem Ort aus zu jeder Zeit mit iPad und Handy und allem Möglichen ja, arbeiten. Ja, das zeigt und das kann man doch gar nicht erfassen. Ja, zeigt ja nur, wie dringend es ist, dass wir endlich das Arbeitszeitgesetz reformieren. Da kann man das erstens klarstellen, dass man es nicht erfassen muss, wenn man nicht erfassen will. Und vor allem, dass man auch die Arbeit so verteilen kann, wie man will. Das ist ja noch schlimmer. Wann haben Sie denn gestern Abend die letzte dienstliche E-Mail gelesen? Genau sonst. Genau. Heute Morgen. Und wann war gestern Abend die letzte? Wie viel Uhr? Das war um 1 Uhr nachts. Um 1 Uhr nachts? Ja. Okay, wann haben Sie heute Morgen die erste gelesen? Um 6:30. Ja, das ist klarer Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz. 11 Stunden ununterbrochene Ruhezeit. Das heißt, 1 Uhr nachts, ja, heute Mittag um 12 hätten Sie die erste E-Mail wieder lesen dürfen. Das ist grotesk. Das wollen wir ändern. Also muss ich jetzt nach Hause gehen und mich ausruhen. Ja, nichts tun. Obwohl jetzt Arbeitszeit ist. Ja, genau. Das dürfen Sie nicht selber entscheiden. Es soll ja niemand in der Woche mehr arbeiten in Summe. Nee. Die Leute können doch heute selber entscheiden, wann sie E-Mails lesen und wann nicht. Wobei, sonst hätte es schon gut, wenn er ein bisschen mehr arbeiten würde. Das hast du tatsächlich jetzt gemacht. Ich als Abgeordneter muss ständig zur Verfügung stehen. Ja. Für mich gilt das nicht. Aber ja, akzeptiere Sie sind auch kein das Angestellter, nicht. Das stimmt. Ja. Aber für alle anderen, für unsere Mitarbeiter... Also ich würde sagen, wir müssen dreierlei machen. Ich finde es auch großartig, dass jeder arbeiten kann, wo er will. Meine Assistentin zum Beispiel arbeitet oft von zu Hause mit den Kindern in Brandenburg. Ja. Zweitens, sie sollen aber jeder selber entscheiden können, wann er arbeitet und von wo er arbeitet. Aber sonst, als Arbeitgeber muss man schon auch darauf aufpassen, dass es in Summe nicht mehr wird in der Woche. Aber wann und wie verteilt, das können die Menschen doch heute selbst. Ja, aber wenn sie Kinder haben, dann können sie zu anderen Zeiten arbeiten als die normalen Bürozeiten. Und deswegen ist das ja heute viel flexibler und viel humaner, diese Möglichkeit des Arbeitens. Ja, absolut. Apropos flexibel und human. Ich glaube, der muss mal eine ordentliche Anträge schreiben. Wir unterstützen ihn dann dabei. Ich hole jetzt jedenfalls noch mal einen Glühwein für den. Ja, gut. Ach, jetzt ist aber gut mit dieser blöden Stoppuhr von dem Frickel. Solms, Solms! Ja? Wen rufen Sie an? Wieso sind Sie denn jetzt schon wieder hier? Ja, einer muss sich darum kümmern, aber wen rufen Sie an? Das geht sich ja überhaupt nichts an. Aber Solms, Sie sind doch in der FDP. Datenschutz, haben Sie schon mal was davon gehört? Aber Solms, ich muss doch stoppen, ob Arbeitszeit oder... Nein, das geht Sie nichts an und das sage ich auch nicht. Okay, okay, gut. Oh. Oh. Fricke? Solms.